Na, wenn du 2000 Seelen bezahlen, soll unser Ego runterschlucken. Aber das macht Talana nicht. Die musste schon genug runterschlucken. Die hätte am liebsten schon ein paar andere Leute umgebracht, aber da hat sie sich immer zurückgehalten. Jetzt ist langsam Schluss mit lustig. Was ist mit dir? Hast du was Neues für uns? Transient being. Naja. Nothing has changed. Nichts hat sich geändert. Ansichtssache. Aber na gut. Also, Leuchtfeuer. Können wir beim Magier noch was kaufen? Ja, wir müssen sogar zum Magier. Weil wir haben keine Kräuter mehr. Um unsere Zauber wieder aufzuladen. Wobei im Idealfall sollten wir keine Kräuter benutzen. Bei der Klerikerin. Das war absolute Verschwendung, was ich letztes Mal gemacht habe. Weil wenn wir es nicht schaffen, mit einer Barrage von unseren ganzen Zaubern, also alle 4 Slots, wenn wir das damit nicht schaffen, die Klerikerin runterzubekommen, dann wird sie einfach immer gegenheilen können. Achso. Das war ein bisschen Overkill. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt durch bis zu dem Magier und kaufen beim Magier alle Kräuter auf. Ha, wenigstens ein paar von denen sind mit den ersten einfachen Bolzen. Jetzt One-Hits, sehr gut. Achso, Sniper, Sniper. Sniper, Sniper. Hm, du warst auch schon fast ein One-Hit. Also ja, wir werden stärker. Aber die Sprünge sind halt nicht so groß momentan. Die meisten Sprünge kommen ja auch, wenn man Bosse bekämpft, ne? Und man dann 20.000, 30.000 Seelen bekommt. Das ist schon schick. Oh, stimmt, das habe ich vollkommen aus den Augen verloren. Wir könnten gleich mal unser Zeichen vor dem Bossraum setzen. In der Hoffnung, dass irgendjemand da Hilfe braucht. Kapusch. Ah, ganz knapp. One-Hit. Oh, oh. Bye, bye. Ah, ist echt super knapp bei denen. Achso, du. Weg. Nicht darunter springen. Wir müssen noch einen höher und hier rum. Die Viecher müssen jetzt ziemlich abgehen. Ja, genau, da hinten verstecken die sich alle. Soul Spear Brush. Bam, 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 bam. Das ist echt doof, der Spruch. Ah ja, doch, okay. Ab und an macht er richtig gut Schaden. Weg. Na komm, targete den. Kommt ins Licht. Das war wirklich praktisch, den Lockstone da zu benutzen. Auch wenn wir im Nachhinein eventuell ihn hätten aufsparen sollen für die Stelle bei der Statue. Weil hier ist er ja nur praktisch, um die Viecher besser zu bekämpfen. Was schön gut ist. Aber der Statue hätten wir vielleicht irgendwelchen Loot bekommen oder sogar ein neues Gebiet. Jo, keine Sprüche mehr. Life Gem. Oh. Weg. Weg. Ist der Zwerg noch hier oben? Schade, wenn nicht. Ne, er ist weg. Mist. Er hätte ihm den ganzen Ramsch verkaufen sollen, als er noch da war. Oh. Sehr uncool. Also, eigentlich sehr cool, aber... So. Ich würde ganz gerne zum Boot. Das ist hier, richtig? Ja. Okay, also einmal hoppen. Einmal ganz tief runterhopfen und ganz viel Fallschaden nehmen. Irgendwo ist hier noch ein großes Vieh, das rumschreit. Das ist mir egal. Ja, da. Swoosh.
Push. Da. Mir fällt gerade auf, bei dem Bosskampf könnten wir nicht so wirklich viel machen. Wir haben wie fast keine Zauber mehr. Das heißt, jetzt hier so einen Speckstein benutzen. Oh, ich habe die Jungs vergessen. Die hier. So. Also wir haben noch 15 große Bolzen. Und das war's. Nee, ne? Der Typ ist weg. Das ist nicht schön. Wir haben seine Kräuter nämlich nicht gekauft. Ah, Mist. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay, ich probiere mal ganz kurz da den Speckstein hinzumachen und hoffe dann, dass die 15 Bolzen reichen. Ah, das ist echt nicht schön. Wo setzen wir denn am besten hin? Vor dem Bossraum, ne? Ja, obwohl, da müssen wir uns nochmal hier... Ich mach das einfach mal hier hin. Ja. Und wusel dann hier noch ein bisschen rum. Weil wenn ich jetzt bis zum Bossraum laufen würde, müsste ich noch mehr Viecher töten. Das wäre nicht gut, weil wir keine Zauber dann mehr haben. Wir brauchen unbedingt eine bessere Ersatzwaffe. Hey! Oh, 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 oh. Nicht sterben. Runter, um die Ecke, trink. Ah, Kacke. Weg mit dir. Nur eine Flasche trinken. Läuft echt nicht gut. Also zum einen, dass wir die Klerikerin nicht geschafft haben, nicht gut. Dass der Magier nicht da ist, nicht gut. Dass der Zwerg nicht da ist, nicht gut. Das, ja. Kann ich jetzt allerdings auch nicht ändern. Sei es drum. Wir gehen zurück zum Leuchtfeuer. Wenn wir jetzt nämlich zum Leuchtfeuer zurückgehen, was ein bisschen schwierig sein könnte. Wenn wir jetzt zum Leuchtfeuer zurückgehen, müsste unser Signal, also unser Soapstone, eigentlich immer noch da sein. Wir dürfen das Gebiet ja noch nicht verlassen. Aber das Leuchtfeuer ist ja de facto noch im Gebiet. Weg. Weg. So. Also lass mich schnell zum Leuchtfeuer. Zünd nicht meine Beine an, danke. Weil die Beine sind noch ölig. Das ganze Viechzeug lebt hier noch. Weg. So, 13.000 Seelen. Das sieht doch schon mal besser aus. Oh, da kam mir gerade ein Spieler entgegen. Eventuell läuft er ja zu unserem Speckstein. Auch wenn es unwahrscheinlich ist. Ich denke mal, die meisten Leute werden genauso wie wir hier meistens in der Holoform rumlaufen. Und nur, wenn man nicht in der Holoform ist, kann man überhaupt die Specksteinmarkierung auf dem Boden sehen. Also, nee. Chancen stehen jetzt nicht so groß. So, gucken wir mal. Raus, raus. Es kam keine Nachricht, dass unsere Markierung weggegangen ist. Nur nimmt sie auch keiner an. Ja, das ist so eine Sache. Also es spielen noch sehr viele Leute Dark Souls 2. Deswegen hat man eigentlich meistens Glück, dass irgendeiner genau da gerade irgendwas machen will. Aber halt nicht. Ah, doch, da. Wird jetzt gerade beschworen. Sehr gut. Du weg. Ah. Wenn ich gleich wieder auftauche, bin ich tot. Das ist schon mal sehr motivierend. Und wir haben einen Nahkämpfer als Meister dieser Welt. Und er hat Lusatil auf Mira dabei. Und ich habe mich aufklären lassen, dass ein Großteil der Leute, die die NPCs beschwören, wohl nicht Noobies sind, die es alleine nicht schaffen würden, sondern die die Story weitermachen wollen. Von den NPCs. Wobei, ich weiß ja nicht. Ich würde sowas nur im New Game Plus machen. Für mich ist das im New Game alles viel zu einfach mit den NPCs. Oh ja, Geschmackssache. Manche Leute rushen halt auch ganz gerne durch. Das ist okay.
Dann haben sie im New Game Plus die Herausforderung. So, dich anpunen. Dich anpunen. Einmal heilen. So, wir müssen hier runter. Hier runter, Chef. Möchte gern, Chef. Hier. Genau. Oh, dann kann ich aber gucken, was da noch in der Ecke war bei der komischen Maschine. Also, wenn ich so lange noch in der Welt bleiben kann, nachdem der Boss tot ist, muss ich mich gleich dran erinnern. Also, wenn er fertig ist mit dem Rumrollen und der Boss tot ist, geradeaus durchlaufen, hoch und gucken, ob da noch irgendeine Kiste war. So, geh da rein und stirb nicht. Stirb nicht. Stirb nicht. Solange er den anderen am Target hat, kann ich rumblastern, wie ich will. Und er hat mich im Ziel, glaube ich. Jo. Und der NPC kommt gar nicht rein. Ja, das ist nicht so nett. Ah, jetzt. Ist sie das? Ne, das ist ein anderer Spieler, der hier gerade aufgeblitzt ist. Das war nicht der NPC. Und, Cheffe, du solltest dich mal heilen. Genau. Ruhig nochmal. Ich will nicht jetzt schon wieder so kurz vorm Ende Kampf verlieren. Ja, macht aber gut. Größtenteils. Und weg. So, hier muss ich lang, hier muss ich lang, hier muss ich lang. 4000 Seelen, ne? So schick. Und ich darf mich da nicht umgucken. Herrlich, schade. So, und jetzt muss ich sofort überleben, weil ich wurde von einer Axt in den Rücken geschlagen und eine Feuerbombe ins Gesicht. Ich glaube, das ist nicht so angenehm. Oh, ich habe volle Leben. Okay, ich habe nichts gesagt. Anscheinend ist eine Axt im Rücken und eine Feuerbombe ins Gesicht eine super Therapiemethode. So, alles kaputt. Und 19.000 Seelen. Sehr schön. Das könnte man glatt nochmal machen. Weil der Boss ist echt irre einfach. Ja, aber erstmal zurück zum Leuchtfeuer. Zurück nach Maju. Ach, und ich bin menschlich geworden, dadurch, dass ich geholfen habe. Das ist auch noch ein schöner Nebeneffekt. Weil ich weiß nicht, ob wir volle Lebenspunkte hatten, als wir gegen die Klerikerin gekämpft haben. Oh, was passiert eigentlich, wenn ich einen anderen Spieler zu Hilfe rufe und dann einen NPC angreife? Hilft der Spieler mir gegen den NPC und wird dadurch auch böse? Aber nee, wird das ja wie bei den Bossen, es würde das Ganze zu einfach machen. Die Klerikerin ist eine richtig schöne Herausforderung, die ist härter als ein Boss. Die will ich jetzt auch so schaffen. Also, gib mir mehr Int. Level up. Int. Dreimal mehr. Gib mir. Okay. So. Jetzt erstmal eine kleine Kaffeepause für mich. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir weitermachen wollen. Wir könnten jetzt, nachdem wir den Stab dreimal aufgestuft haben, nachdem wir Int, glaube ich, insgesamt 5-6 Mal aufgestuft haben, wieder versuchen, die Klerikerin anzugehen. Wobei, sie ist echt happig. Also sie heilt sich ganz schön stark gegen. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, nochmal 1-2 Bosse mitzuhelfen. Eine dritte Möglichkeit wäre die Salamander, die Feuersalamander. Das klingt sogar richtig gut, das zu machen. Wobei wir dafür eventuell den Ring bräuchten. Also den Ring, der Fallschaden reduziert. Weil es gibt eine Stelle da, wo auch der Fahrstuhl ist, der zu dem Riesen führt, zum letzten. Da in der Nähe kann man runterspringen zu denen. Das hatte Salana auch schon gesehen. Also einmal könnten wir den Salamander unten töten, in diesem schmalen Gang. Und dann einmal könnten wir versuchen, von oben auf die runterzuspringen, sobald wir den Ring haben. Aber der Ring kostet 16.000. Das heißt, das wäre eine Sache, die wir erst machen könnten, nachdem wir 1-2 Mal irgendwelche Bosse geholfen haben.
Und was haben wir noch? Wir könnten nochmal die Gebiete durchgehen, um zu gucken, ob ich irgendwo irgendwas übersehen habe. Wobei, es nicht ganz so spannend ist. Aber relativ einfach. Unten steht das Einkommen an Seen. Aber das müssen wir dann gucken. Also bis gleich.